Du glaubtest jenen, die euch lehrten, du seist ein niederes Wesen. Kaum geboren, bist du schon zum Siechtum und Sterben verdammt. Schuld und Mittelmaß wären deine Attribute, lehrten sie dich. Nicht zweifelnd an der dir auferlegten Bürde, fristest du nun ein klägliches Dasein, fernab jeglicher Hoffnung, doch noch ein erfülltes Leben zu führen. Deine kurze, karge Lebenszeit ist nun ein Joch. Du lebst von an ohne eine erkennbare Bestimmung. Der Tod ist dir ein stetiger Begleiter, der dir täuschend und arglistig vorgibt, er sei ein Freund, der gütige Erlöser, der dich vom morschen Körper und dem Leid des schweren Lebens befreit. Obwohl er doch machtvoll ist, ist er doch ein ruchloser Gesell. Gefangen und verloren bist du auf einem scheinbar runden Erdenball, den zu verlassen es dir nicht möglich scheint. Sie lehren dich, wertlos und unbedeutend seist du, verloren in einem dunklen Universum, dessen Weite all deine Gedanken verzweifeln lässt. Dazu kommen noch die Taten aus längst vergangenen Leben. Diese stetig im Gepäck des Lebens, bist du verdammt dazu, nach dem Tode das Lebensspiel fortwährend neu zu starten. Der Sensenmann serviert breit grinsend die Lebensquittung und beharrt auf ein sofortiges Entgelt. Rasch fordernd dringt er auf neuen Einsatz, ein neues Spiel, welches bereits bei Spielbeginn dir fad und aussichtslos erscheint, siehst du doch, die Würfel sind vor Spielbeginn schon längst gefallen. Welch eine ehrlose Posse. Die Sven-Diagnostik ist heute nach Ganderschwil in die Schweiz gefahren und ist zu Gast bei Kurt Meier. Kurt, kannst du dich unseren Zuhörern mal mit kurzen Worten ein bisschen vorstellen? Sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Ich bin Kurt Meier, ich war viele Jahre Mönch und katholischer Priester, weil ich dazu mal als Kind, als Jugendlichen den Wunsch gespürt habe, Gott zu dienen, die Liebe zu leben und den Menschen die Botschaft zu geben, dass sie von Gott unendlich geliebt sind, dass sie keine Angst brauchen vor Gott. Ich bin dann in die Kirche, habe dann Theologie studiert, ich war Mönch, 8 Jahre Mönch und dann knapp 10 Jahre Priester. Ich habe dann in diesen Jahren erkannt, dass irgendetwas nicht stimmt, dass die Doktrin und die Dogmen der Kirche mein Leben und das Leben der Christen irgendwie einengt. Ich fühlte auch mich beengt in meinem Freisein, in meiner freien Kreativität, in meiner Lebensfreude und Lebenslust. Und ich habe begonnen, kritische Fragen zu stellen, auch dem Bischof, dem Priester. Ich wurde nicht verstanden, weil mein Bild Gottes einfach viel größer ist als das der Kirche. Und ich kam dann in Konflikt, ich war innerlich zerrissen und habe mich dann schlussendlich entschieden, das Priesteramt niederzulegen und dann auch nach 2 Jahren aus der Kirche selbst auszutreten. Weil ich konnte das nicht mehr vereinbaren. Mhm. Ja. Ich würde sagen, kommen wir dann eigentlich jetzt direkt zu der ersten Frage, die wir dann hier haben. Wie konnten eigentlich die verschiedenen Glaubensrichtungen, Christentum, Islam, sich zu einer so unvorstellbaren Machtstruktur entwickeln? Mhm. Jede noch so kleine Gemeinde in ganz Europa besitzt mindestens ein Gottes- oder Gebetshaus. Mhm. Wie konnte das im Laufe der Geschichte passieren? Ja, eine sehr spannende Frage, die wirklich auch gut verstanden werden soll, weil es ist ja nicht mein Anliegen, jetzt die Kirche schlecht zu machen oder den Leuten sagen, hallo, tretet aus der Kirche, das ist alles schlecht. Nein, alles hat es einen Sinn. Seit Beginn der Menschheit hat es einen Sinn. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte kurz anschauen, in dem Sinn, Gott, die Einheit, tritt aus der Einheit und im ersten Schöpfungsakt macht er die Dualität. Die Polarität. Die Polarität von Licht und Dunkel, von Energie und Materie, Geist und Materie und das sind zwei Urprinzipien, die man auch als Logos und Demiurg bezeichnen könnte. Das sind zwei Prinzipien. Oder als Christus und Luzifer. Das sind die zwei Kräfte von Licht und Dunkel, die es braucht, um die Schöpfung zu initiieren, um diese Spannung zwischen Geist und Materie zu bringen. Nun ist es so, dass die Polarität gleichwertend ist, Licht und Dunkel, rechts und links, Mann und Frau, Yin und Yang, ist keine Gegensätzlichkeit, das ergänzt sich wunderbar ineinander.
Aber wir als Geistwesen, als Lichtwesen wollten wirklich in die Dualität rein, in die Materie rein. Also wurde aus der Polarität eine Dualität. Das heißt, der Schatten wurde, die Dunkelheit wurde als böse betrachtet. Das ist die Geburt Satans dann. Und die Lichtseite wurde dann zum Christus, zu Jesus Christus, zum Jesus. In dem Sinn ist Licht und Dunkel seit jeher in der Dualität als Gegensätzlichkeit in der Dualität zu verstehen. Wie sieht dann das konkret aus? Diese dunkle Kraft will den Mensch begrenzen, damit der Mensch eine Möglichkeit hat, zu seinem Licht zu stehen. Es braucht einen externen Gegenspieler, der mich triggert, der mich ins Drama, Leid und Schmerz fallen lässt. Das braucht es für die Schöpfung. Dualität, Dunkel und Licht. Konkret sieht das dann so aus, diese dunkle Kraft hat die Religion oder sprich das innerste Bedürfnis des Menschen ausgenutzt, das Bedürfnis nach Hause zu kommen, das Bedürfnis bei Gott zu sein, den Sinn des Lebens zu finden und hat dann diesen Wunsch, diese Sehnsucht ganz gezielt im Laufe der Geschichte von 2, 5, 6.000 Jahren, keine Ahnung, manipuliert, indem sie im ersten Schritt ein Gottesprogramm installiert haben, und zwar im Alten Testament, kennt man vielleicht noch aus dem Religionsunterricht, der Gott Yahweh ist der Gott des Alten Testamentes und ist ein Gott des Gesetzes, das ist ein Gott, der rachsüchtig ist, der eifersüchtig ist, der zornig ist, der beleidigt werden kann, wenn man ihm nicht gehorcht. Das ist ein Programm, das läuft. Das ist in unserem heutigen Verständnis, ist es doch kein Gott. Ich meine, ein Gott, der Blut verlangt für die Sündenvergebung. Das ist ein Gottesprogramm, eine Kraft, die dem Menschen aufgedrückt wird, um diesem Programm zu dienen. Das ist eine erste Manipulation. Ein Gott, der den Menschen tausende von Gesetzen aufbürdet und wenn er ein kleines Gesetz nicht hält, wird er bestraft. Ist in diesem Sinn nicht sehr christlich, kann man sagen. Passt eigentlich nicht zu dem Ursächlichen einer Religion, die doch eigentlich was Gutes für die Menschen sein soll. Genau, genau. Ja, die Kirche und Religion sollte ursprünglich was Gutes sein, weil Religion bedeutet ja Religio, die Rückverbindung zum Göttlichen. Das sollte Religion eigentlich bedeuten. Aber durch Lauf der Geschichte wurde diese Religion zu einer Institution, Kirche. Und das ist die Manipulation drin. Aber eben der Gott des Alten Testamentes und dann kam Jesus. Und dann kam die neue Botschaft und eben diese Botschaft der Liebe, die dann Jesus gepredigt hat. Jesus hat den Menschen an seine göttliche Natur erinnert, dass der Mensch frei ist und nur die Liebe leben braucht und nicht all die Gesetze. Also Jesus ist gekommen, um diesen alten Gott abzuschaffen, diese alte Religion abzuschaffen. Und das war natürlich eine Herausforderung für die damalige Institution und deswegen wurde er auch gekreuzigt. Jesus hatte die Schriftgelehrten und die Pharisäer aus den Synagogen vertrieben. Heute könnte man sagen, wenn Jesus kommen würde, würde die heutigen Theologen und Pfarrer aus der Kirche vertreiben. Weil damals wie heute wurde eine Idee aufgebaut, ein Dogma, eine Doktrin aufgebaut, die die Beziehung zu Gott unmöglich macht. Eben tausende Gesetze beachten, Rituale in die Kirche gehen, beichten, Sakramente empfangen und so weiter. Dazu mal hat Jesus gesagt, das ist unmöglich und hat diese unreinen Geister aus den Menschen ausgetrieben. Ja. Habe ich eine kurze Zwischenfrage? Jesus war also im Grunde genommen das Gegenpart zu diesem Gott Jahwe, ja, mit Liebe. Ja. Jetzt ist man aber heute noch, die Kirche hat immer noch diese Macht, die alte Macht, ja, nimmt aber im Grunde genommen den Jesus ans Kreuz genagelt als Symbol in ihrer Kirche. Das verstehe ich nicht, den Zusammenhang. Wenn sie doch im Grunde genommen Jesus nicht haben will, weil es die Liebe ist, warum hängt sie ihn dann ans Kreuz genagelt in jegliche Kirche rein? Ja, ja. Verstehe ich nicht. Das ist eine gute Frage. Du hast richtig gesagt, die Kirche heute lebt noch nach den Strukturen des Alten Testamentes, den Gott Yahweh mit Ritualen, Opfergaben, Gebeten, Almosen, Zeremonien und so weiter. Jesus wollte Liebe, ist gekreuzigt worden und dieser Jesus ist jetzt noch in den Kirchen, überall in Klassen, Schulhäusern, an Wegkreuzungen da. Warum? Es kann auch, die Kirche sagt natürlich,
Durch das Kreuz hat uns Jesus die große Liebe bewiesen. Aber es kann auch sein, dass dieses Kreuz dann aufgestellt wird, um zu sagen, wir haben ihn besiegt. Okay. Schaut, was geschieht, wenn ihr euch gegen das System auflehnt und frei sein möchtet. Das geschieht dann mit euch. Also passt auf, was ihr da tut. Also im Grunde genommen nicht irgendwo dieser liebe Jesus in die Kirche gebracht, sondern eigentlich eine Demonstration, Achtung. Genau, genau. Und es ist immer wieder der Gott des Alten Testamentes, der Jesus und die Kirche nützt Jesus aus in dem Sinn, weil viele Christen auch am Anfang der Geschichte hatten das wirklich gelebt, die Liebe, die Nächstenliebe, die Freundschaft, die Gemeinschaftkeit. Und das wird jetzt nämlich missbraucht, verdreht, um die Menschen noch in der Kirche zu halten. Weil Jesus bleibt immer Jesus, derjenige, der Wundertäter, der Heilige, der die Kinder liebt, der sanft und demütig ist und Herzen. Und da wird eine kleine Wahrheit noch mit reingebracht, damit die Menschen in der Kirche noch bleiben. Wie schafft es denn die heutige Kirche, ihre Anhänger noch so zu manipulieren, dass sie bleiben? Warum werden die Menschen nicht, wenn sie geboren sind, leben nicht das, was sie eigentlich sind, Schöpfer, gutes Wesen, warum werden sie irgendwo, oder wie werden sie dahin gebracht, dass sie zur Kirche bleiben, oder an der Kirche bleiben? Kann ich nur sagen, Angst. Angst und Schuldgefühle. Der Mensch hat Angst vor dem Verderbnis, vor der Hölle, vor dem Verlorengehen, von Gott irgendwie bestraft zu sein, bestraft zu werden. Auch wenn es heute vielleicht nicht mehr so ist wie im Mittelalter, die Christen, die Katholiken sind sehr aufgeschlossen, aber dennoch plagt immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Sonntag nicht in die Kirche gegangen bin, vielleicht wenn ich nicht gebeichtet habe, oder immer dieses Gefühl von, ich sollte noch besser sein. Das ist ein uraltes Schuldgefühl, das in den Menschen ist, weil die Kirche hat ja dann auch die Erbsünde erfunden, schlussendlich mit dem heiligen Augustinus im 4. Jahrhundert, um noch mehr Angst zu machen. Weil es wird dann gesagt mit dem Zeigefinger, wenn du die Gebote nicht hältst, dann kommst du in die Hölle. Und das ist im Zellgedächtnis gespeichert bis heute noch, diese Urangst des Verlorengehens. Ich bin mit der Kirche nicht ganz so bewandert, du sprichst die Erbsünde an. Kannst du die nochmal ein bisschen näher beschreiben? Genau. Sag mir so persönlich nicht allzu viel. Ja. Viele kennen vielleicht die Geschichte von Adam und Eva. Genau, ja. Adam und Eva, die Schöpfungsgeschichte. Gott hat das Paradies erschaffen, diesen Garten Eden, und hat in der Mitte einen Baum hingepflanzt, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott sagte aber zu Adam und Eva, sie sollten diese Frucht, diesen Apfel nicht essen, weil sonst könnten sie unterscheiden, was gut und böse ist. Jetzt Eva hat dann auf die Versuchung, auf die Eingebung der Schlange, was das bedeutet, könnte man noch vieles dazu sagen, den Apfel gegessen, und auch Adam hat den Apfel gegessen. Gott hat das gemerkt und hat gesagt, gut, jetzt vertreibe ich euch aus dem Paradies, weil ihr seid ungehorsam gewesen. Und das ist dann die Erbsünde. Das heißt, Gott sagt dann, jeder Mensch, der geboren wird, hat diese Schuld auf sich. Dass damals vor x tausend Jahren Adam und Eva den Apfel gegessen haben. Das war eine so schlimme Sünde, der Ungehorsam. Aber ich frage mich da, wie konnte Adam und Eva Gut und Böse unterscheiden? Sie haben ja von dem Apfel noch gar nicht gegessen, der dieses Unterscheidungsvermögen geben sollte. Also sehr viele Widersprüche sind da in diesen Bibelstellen drin. Und das ist eben die Erbsünde. Jedes Kind, das geboren wird, kommt ohne Hilfe Gottes, ohne Gnade Gottes in die Hölle. O Gott, gib dich uns zu erkennen unter deiner unnahbaren Maske. Bist du ein ruchloser Gesell oder doch der lang ersehnte Erlöser? Ach, lass die Antwort, weiß ich's doch bereits.